Und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der X-Plane Weltumrundung heute. Der vorletzte Flug auf der gesamten Weltumrundung. Und zwar geht es für uns heute hier vom Flughafen Chicago O'Hare bis nach Atlanta. Hier in einem A330-200 der Virgin Atlantic. Da mal was etwas Größeres zum Abschied. Zumindest zum vorletzten Flug heute mal was etwas Größeres. Und würde ich sagen, mach mal den Flieger startklar und spring einmal rein ins Cockpit. So, wir sind einmal ins Cockpit gesprungen. Was ihr jetzt nicht seht, was ich aber sehr cool finde, ist die Tatsache, dass wir hier oben eine kleine Anzeige haben. Und da steht unsere Nummer dran. Wir sind nämlich heute die Virgin 095, fliegen nach KATL, also nach Atlanta. Und wir haben eine Departure Time von 22.00 Zulu. Ich muss mit meinem Sam nachgucken, ich sehe das hier nochmal. Genau. Ja, hier. Wir haben es jetzt 21:41 UTC und 22 UTC geht's hier los. So, dann noch einmal die Battery on und zu 1 und 2 an. So, Battery on. Mit der APU hoch. Navigationssysteme gehen auf NAV. So, Light, Strobe Light of Auto, Wing Light on, Local Light on, Standby, Center, das erstmal aus, dann Armed. Window Heat is on. APU Bleed ist on. APU Battery ist an. Temperatur ist checked, sieht gut aus. Fuel Pumps. On. Packs on. Gut. Wir fliegen heute mit dem, wie in den anderen Flügen auch, hier mit dem Fastmaster Aeros Edition. Und guck mal, was cool ist. Das kann ich alles über meinen Joystick steuern. Finde ich richtig coole, richtig, richtig coole Sache. So, die APU fährt weiter hoch. Ich stelle ja schon mal alles ein. Ich weiß, das macht man eigentlich erst später, aber ich mache es jetzt so schon. So. Damit sind jetzt die Lichter an, da kommt alles ganz genau, perfekt. So, dann gehen wir einmal ins FMC. Ich lade ganz schnell nochmal die Co-Route runter, die wir haben. So, also, Init-Page. Wir haben heute die K-O-R-D-K-A-T-L. One. Einmal Insert. Align INS. Unsere Flight Number ist heute die Virgin 095. Unser Cost Index beträgt 36. Wir haben ein Cruising Flight Level von Flight Level 390. Und dann holen wir mal ganz kurz alles ran. Machen wir hier ganz kurz. So. Ground Handling. Control Widgets. Weil das brauchen wir jetzt als Ground Handling, ne? Sonst können wir jetzt unseren Flieger jetzt natürlich nicht betanken oder beladen. Müssen uns ganz kurz laden lassen. So. Da kommt alles angefahren.
streichle einfach mal ganz schön eine andere Lackierung ein, ne? Sowas bisschen Amerikanisches. Soll ja auch passend sein. Oh, hier hinten landet etwas Schönes, Großes. Schiff ist auf dem 300ER von Swiss. 787 American, hier sind viele American. Aber ich sehe bisher noch keine Virgin. Ne? Hier ist auch wieder viel, was hier rumsteht. Ne, ich sehe wirklich bisher auch nicht eine andere Virgin, die hier rumsteht. Das sind nur wir bis jetzt. Am kompletten Flughafen von Chicago. Oh ja. So, okay. Wir können ja trotzdem schon mal den Flieger beladen. Fuel heute 15,2 Tonnen. Nochmal 16, weil gerundet kannst du ja nicht. Machen wir einmal Refuel. Dann Menü Load and Fuel. So. Das Stück Cargo sieht gut aus. Ich werde jetzt noch kurz hier den Treibstoff rauspumpen lassen und dann kann es gleich losgehen. So, der Flieger ist entladen, was den Treibstoff angeht. Das heißt, wir können jetzt gleich weitermachen. Zero Fuel Rate ist jetzt gerade bei 143,6. Notflugplan. Jo, passt das. Dann kann man jetzt die Init-Page gehen. Nächste Seite ist Zero Fuel Rate. Und Block Fuel. Set. Gut, dann Performance Init-Page. Flaps 1 rechtlich ab 3.2, Flex Temperatures F45. So, und jetzt wird's hier reloaded V2. Check. So, dann haben wir das. Die Approach Phase war heute dann im Anflug. So. Flight Plan. KORD Departure. Wir starten auf der Runway 28 right. Und fliegen einen Direct nach KATL und dann landen wir dort auf der ILS 27 right. Via die Chipper One Departure Route. War ja Metech. So, wir müssen jetzt kurz mal eine andere Departure einnehmen. Der erlaubt uns nicht gerade die Dings rauszunehmen. Haben wir denn es gibt in komplett Chicago keine weitere. Wow. Okay, dann müssen wir gucken, wie wir fliegen werden. Dann werden wir dann Direct einstellen. So, das Load Panel können wir erstmal wieder zumachen. Dann drehen wir unsere Höhe ein. Wir fliegen Flight Level 3-Liner-Zero. Starten irgendwie, wie viel Zeit haben wir noch? Das sehe ich jetzt gar nicht. Schade, ich dachte, ich stand ja mal mit dran. Na, noch 10 Minuten, bis wir hier weg müssen. So. Dann als nächstes Höhe einstellen. Haben wir Luftdruck. Beträgt gerade 10,10. 10.
Aber da wir in Amerika sind, machen wir 2983 ist sogar nicht gut. Check. Da. Machen wir ganz schnell Ground Handling, Hide All. Also, jetzt haben wir natürlich das Problem wieder, dass das ja nicht weggeht, das Fenster. Das heißt, wir müssen ganz kurz den. Den Fuel Truck nochmal ranholen. Drive up, komm her. Ich kann aber schon mal die Türen schließen. So, was jetzt hier den Grayer macht, ich habe keine Ahnung. Mit der Fahrt wieder was im Anflug. Wo ist denn dann eigentlich die Zero Eight Ride? Über die wir rausgehen. Das sind alle von denen, ne? Und das ist die M10. M10. Wir sind hier auch nicht mehr hin. Ich suche die Trunnel 28. 22. Jetzt wartet mal, ich mach's mal einfach. Erstmal werde ich ganz kurz hier den. Den Fuel Truck Drive Away setzen. Ja, jetzt, gut. Und ich werde sagen, Ground Handling Control Hide All. So. Da, die Charts. Ganz kurz mal die Charts von KORD raussuchen. So, Chicago O'Hare Taxi Airport. So, boah, das ist echt ein Flughafen. So, die 28 Right. Wir stehen jetzt da. Also ist die 28 Right. Rein theoretisch die hier vorne. Ja. Okay. Das heißt, wir werden uns hier schön im Traffic einstellen müssen. Oder wir mogeln uns hier irgendwie dran vorbei. Das müssen wir gleich mal gucken. So, dann kann man aber das Gate wegfahren. So, da der ja noch blockieren wird, werden wir hier hinten rumrollen. Irgendwie. Ja, und dann hier über die Brücke und dann vor, genau. So werden wir das machen. Dann Better Pushback starten. Hey Captain, let me know where you want this thing. Check. Great news, Captain. Your tow's coming. Your tow's coming, perfekt. Dann Beacon Light. On. Before start checklist completed. So. Also, Fuel is on board. Das haben wir alles gemacht. Echt nicht erlaubt sind, die Discontinuity zu löschen, ne? Wahnsinn. Alright, looks like the doors and hatches are closed and we're ready to connect. Okay, aber was gucken, was wir jetzt nochmal gucken können, was sonst irgendwas drin. Jo, perfekt. Gut. Dann mache ich noch mal ganz kurz hier auf Plan. Dann können wir uns das angucken. Hier runter. Tap auf Descent, auf Climb. Und dann haben wir jetzt hier, zack, dann
zum größten Flughafen der Welt. So, wir werden gerade hochgedrückt. Welcome aboard, Captain. Toes connected, bypass pins inserted. Go and kill the parking brake when you're ready to go. We are ready to go. Parking brake released. Here comes the pushback. Starting, light 'em up. Starting engine 2. Starting engine 2. Dann hoffe ich einfach mal, dass jetzt der Embraer hier jetzt keinen Faxen macht. Aha, jetzt rollt er ins Gate. Perfekt. Das war jetzt 20 Minuten Verspätung, aber okay. Ich weiß zwar nicht, warum du das davor nicht gemacht hast. Wahrscheinlich, weil der irgendwas mit den Flügeln hier hatte. Ich weiß es nicht. So, das Engine ist running. Starting Engine 2. Starting Engine 1. Das sieht doch immer wieder faszinierend aus. Das muss ich zugeben. Gut. So, die Engines sind running. Spoilers. Spoilers full. Spoilers retracted. Spoilers arm. Spoilers arm, auto brake max, brake fan on, ignition norm. So. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on board. We will perform this flight with our first officer and our cabin crew. Currently, we are waiting for engine startup clearance from tower. We are expecting departure in approximately 10 minutes. I will give you more information about our flight during cruise. Have nice flight. Park brake on. So. Cabin crew, please take your seats for takeoff. Tränen und Handzeichen bitte. Er rollt weg. Wir fahren die Klappen auf 1 aus. Flaps 1. So. And we're disconnected. Signal and pin on the right. Take it easy and have a safe flight. Thank you very much. Have a nice day. Bye. So, dann die Taxi Snowslide geht auf Taxi. Die Spoilers sind armed. Flight Control Check. Full up. Checked. Full down. Checked. Neutral. Checked. Full left. Checked. Full right. Checked. Neutral. Pedal full left. Checked. Pedal full right. Checked. Flight Control Checklist completed. So, Cabin Crew Advice. Machen wir dann gleich so. Er rollt weg. Power set. Wir können also losrollen. So, die APU geht off. Two hundred to
So, ich muss ganz kurz mal was in den Einstellungen checken. Ich bin gleich wieder da. So. Dann geht jetzt einmal hier über Hotel. So, und jetzt diese Überfahrt will ich mir jetzt von hier unten angucken, bitte. Na, wobei. Ich muss noch mal ganz kurz ins Cockpit, dass wir hier die Kurve ordentlich nehmen. Wow. Was auch immer das war, also hier gibt es irgendwie so komische Texturen. Das haben die ja in Chicago mal richtig verkackt. Das ist nicht. So, aber hier ist die Brücke wieder zu Ende. Das heißt, ich mache ja mal lieber ein kleines bisschen vorsichtig. Ja, ich wusste es doch. Genius, Alter, die das gemacht haben, wirklich Respekt. So, ansonsten Cabin Crew Advice, machen wir dann Packs. Schalten wir aus, brauchen wir jetzt nicht mehr. So, wie kommen wir jetzt hier vorne am besten durch? Das ist jetzt ja meine Frage. Hier steht wirklich alles. Hier steht wirklich alles. Ich habe eine Idee. Wir morgen uns hier durch, hier rum und dann hier vorne irgendwie. Irgendwie hinten mal gucken. Ich werde mich jetzt hier garantiert nicht anstellen, ey. Das werde ich garantiert nicht machen. Haha. Tja, Jungs, ich weiß, wie man sich vorbei mogelt. Ihr nicht, ne? Guck mal, der steht hier immer noch. Die standen hier vor uns alle schon mal. Da kommt doch schon wieder der nächste an. Die 787 hier müsste jetzt schleunigst weg. Oder der landet auf der Nachbarbahn, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so viel Traffic habe ich lange nicht mehr gesehen. Der von uns gerade rausgepusht an dem Schiff. Bremsen.
Jetzt dann, was jetzt hier gerade so piept, aber okay. So. Wo kommst denn du jetzt auf einmal her? Wow, ey, einfach wow. So, man rollst jetzt hier mal auf die Bahn. Was piept hier so? Ich melde mich wieder, wenn wir auf der Bahn sind, wenn wir endlich raus können.